erste Spielzeit hier? Vorher überhaupt schon mal einen Kontakt zu den Karl-May-Spielen gehabt? Naja, ich bin groß geworden, 30 Kilometer entfernt. Ich war hier jedes Jahr als Kind natürlich, klar. Darum war das total toll für mich. Also wir haben seit Jahren auch immer wieder geredet. Ich glaube, seit 8 oder 9 Jahren sprechen wir schon. Und ich hatte nie Zeit, war immer unterwegs. Dann hat es mal ein Kollege gemacht, wie das so ist. Und jetzt ergab sich das zeitlich wunderbar. Und ich freue mich total, dass ich, weil es wirklich so ein Kindheitstraum auch ist, dass ich mal auf der Seite stehen darf. Jetzt ist das ja wahrlich nicht das erste Engagement in der Vita. Mhm. Aber wodurch grenzt es sich ab von dem, was Sie bisher gemacht haben? Weil es intensiver ist und echter und wirklich Cowboy spielen ist einfach ein Traum. Hier unten in der Arena vor der Kulisse mit den Kollegen und auch wirklich mal einen Bogen spielen. Beim Dreh ist es ja nie chronologisch und sehr zerhackt und so. Und man kann wieder ansetzen oder ein bisschen mogeln. Und was mir hier total Spaß macht, ist, dass wir einfach in den Fluss kommen. Und in so eine Spielfreude, auch mit den Tieren, mit der Musik dazu. Das hast du ja beim Arbeiten sonst auch nicht. Die Musik macht so viel aus der Atmosphäre und elektrisiert ja auch richtig. Ja. Ohne Publikum schon. Wenn die noch kommen, dann ist Feierabend für mich. Dann bin ich emotional am Ende, glaube ich. Können Sie gut improvisieren? Ja, wenn es sein muss, fällt mir schon was ein. Genau, das kann hier draußen natürlich auch mal passieren, ja. Weil eben es gibt keinen Stopp, wir machen es nochmal. Genau, dass mal was runterfällt oder ein Rad fällt ab oder jemand stolpert, ne, gab es alles schon. Ja, ja, ja. Und die Arbeit mit den Pferden, macht Spaß? Total, total. Am Anfang war es natürlich auch neu, weil ich kein aktiver Reiter war. Also ich saß ein paar Mal drauf, habe mich immer wohl gefühlt, aber hier musst du natürlich schon jede Woche so ein paar Tage wirklich Stunden reisen. Ich habe zu Hause dann ganz intensiv was gemacht, dann hier natürlich mit den Trainern und mit den Pferden von Karl May. Und da sind wir ziemlich gut unterwegs. Auch gerade so die Arbeit mit dem Pferd macht mir so Spaß, dass man einfach die Zeit verbringt und vorher fertig machen und Sattel drauf und so weiter. Also nicht nur kommen, aufsteigen und los. Man wird eine Einheit. Ja, im Idealfall wird man eine Einheit. Ist jetzt auch so, dass ich ein Stunt-Pferd bekommen habe, was neu für mich war. Also erst zum Probenbeginn war das da. Haben wir so ein paar Tage gebraucht, weil der ganz anders war als mein anderes vorher. Und jetzt haben wir uns gefunden. Ist ein bisschen so der Druck ist ein bisschen raus. Er weiß schon, wann ich wo was vorhabe und wir verstehen ja Uns richtig gut. Ja, ja. Ja, die älteren Tiere haben ein bisschen die Eigenwilligkeit, manchmal dahin zu laufen, wo sie im Vorjahr hinlaufen mussten, habe ich mir mal erklären lassen. Aber dann ist ja gut, wenn das hier so funktioniert. Ja, wir haben uns eingespielt, das ist meine Wahrnehmung zumindest, müssen wir ihn mal fragen, ich weiß nicht. Ich teile jetzt mal eine Wahrnehmung von mir, das ist seit langer Zeit der erste Old Firehand, der auch mit der Mütze mal gut aussieht. Wirklich? Ja, also ne, bringen wir es mal auf den Punkt. Dazu habe ich keine Meinung, also die ist einfach scheiß warm erstmal. Das glaube ich wohl. Aber gehört natürlich zu ihm und ja, ich finde, also ja, ich also einmal so im Profil so. Ja, also nee, ganz ehrlich, wirklich. Also wir haben schon manche Firehands hier kommen und gehen sehen, das sage ich jetzt einfach mal so. Und dieses Ding war häufig ein Problem. Wirklich ein Problem, wo man auch gemerkt hat, irgendwann haben die Verantwortlichen auch mal gesagt, okay, ja, ab Bild 2 oder 3 lässt es einfach weg. Kommst damit rein und dann lässt es sie weg. Wir haben jetzt auch 2 Bilder, wo sie einfach inhaltlich nicht so gut passt. Aber ist ja auch alles gut. Die wichtig. Ist ja alles gut, aber das ist ein Identifikationsmerkmal. Absolut, genau. Ja, und das korrekt war ein langer Weg auch, dass die währenddessen nicht runterfällt. Das hat man nicht am Anfang auch. Ja, ja. Nein, also Optik stimmt absolut. Die stimmt auch. Die Flinte ist auch da. Sowieso. Jawohl. Aber ich glaube, das ist auch ein Veteran hier. Die haben wir auch schon verschiedentlich im Einsatz gesehen. Wunderschön. Das ist die allerschönste. Ja, mit den ziselierten Arbeiten. Ich liebe die sehr. Ah. Wurde auch nochmal General überholt. Old Firehand. Ich schieße nicht viel, aber die Waffe sollte funktionieren. Das ist das Ziel. Dann guten Schuss, Treffsicherheit und eine verletzungsfreie Saison. Oh ja. Wir freuen uns. Ich freue mich auch. Premiere ist am 29. Juni. Eine Woche von jetzt, bisschen mehr. Kurz nach 20 Uhr, 20.30 geht's los und dann immer donnerstags bis sonntags, jeweils 2-mal und am Sonntag eine Vorstellung nachmittags um 3. Kommt zahlreich vorbei, die Vorverkäufe sind super, aber es gibt noch Karten, also schnell zuschlagen. Das ist ein Wort, wir sind dabei. Dankeschön. Ciao.